Apple hat soeben iOS 15 für alle iOS-Geräte bzw. alle iPhones in dem Fall released. Ich will euch heute ganz kurz meine Top 3 Features vorstellen, die ich jetzt in den letzten Wochen nutzen konnte. Ich habe ja die Public Beta installiert, das heißt, ich habe mich schon damit ein bisschen beschäftigen können. Deswegen möchte ich euch die Top 3 Features vorstellen, die ich so für mich als am sinnvollsten und am besten definiert habe. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Das erste Feature, das ich hier besprechen möchte, ist Live-Text. Live-Text ist ja quasi das eines der Hauptfeatures für iOS 15, was jetzt rauskam. Ich war am Anfang gar nicht überzeugt, weil ich dachte, okay, es gibt halt Apps, die das können und die das machen. Warum sollte man das jetzt brauchen und macht das irgendwie Sinn für mich oder nicht? Es macht total viel Sinn. Also ich habe es schon mega oft benutzt und es funktioniert halt auch einfach richtig, richtig gut. Kurz zur Erklärung, was macht Live-Text? Live-Text ist also einfach nur eine Funktion. Ich richte meine Kamera auf irgendwas, wo Text steht, ein Schild irgendwie oder ein Zettel, wo was notiert wurde oder auf einem Computerbildschirm oder wo auch immer. Die Kamera erkennt sofort, dass da Text ist. Ich habe dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diesen Text jetzt markieren beziehungsweise ihn mir so einblenden lassen, um zu sehen, was da genau steht. Und dann kann ich die einzelnen Textzeilen noch markieren, wie ich möchte, die Informationen, die ich davon brauche. Das ist für handgeschriebene Zettel oder Notizen mega gut, wenn man sich irgendwie Sachen abspeichern will. Das macht total viel Sinn. Es macht auch total viel Sinn für zum Beispiel Sendungsnummern von durch diesen Sendungsbestätigungen, die man von der Post oder so bekommt, einfach kurz abzuscannen, wenn man die eh irgendwem schicken will. Oder eine IBAN von einem Zettel abzuscannen, die man kriegt ja manchmal noch Rechnungen per Papier nach Hause. Dann macht es total viel Sinn, einfach kurz die Kamera aufzuhalten. Man scannt die IBAN und wenn man dann auch noch Handover und Copy und Paste und so weiter aktiviert hat, hat man ja quasi das Kopierte auch direkt auf dem Mac. Also hier auch gar kein Problem mehr, schnell mal eine IBAN irgendwo abzuscannen. Das ist einfach unglaublich hilfreich. Und es ist auch nicht immer, dass man das jeden Tag benutzt, aber wenn man das erstmal weiß, dass man diese Funktion hat und sie dann auch wirklich einsetzt, dann ist es super hilfreich und dann kann sie einen Alltag wirklich oft erleichtern. Die erkennt auch geschriebene Geschichten relativ gut, nicht immer. Das kommt immer so ein bisschen auf die Art des Geschriebenen an. Also wer da schnell gekritzelt hat oder so, dann wird es schon schwierig, das merkt man auch. Aber am Ende des Tages funktioniert es für die meisten Sachen richtig, richtig gut. Und was natürlich auch geht, ist, du kannst auch bei bereits geschossenen Bildern Dinge sehen. Also du musst nicht immer nur die Kamera live irgendwo aufhalten, sondern du kannst jetzt auch einfach in deine Bibliothek gehen und ein Bild von vor einem Jahr raussuchen. Wenn da Text drauf ist, kannst du den auch kopieren oder markieren und danach suchen. Und man kann auch Telefonnummern anrufen, ne, die quasi auf einem Zettel stehen. Wenn man jetzt ein Schild abfotografiert, wie hier in meinem Beispiel stehen jetzt Öffnungszeiten zum Beispiel, dann kann man aus diesen Öffnungszeiten direkt ein Ereignis machen. Oder wenn da eine Telefonnummer stehen würde, könnte man die Telefonnummer direkt anrufen. Einfach mega praktisch. Das zweite ist die Wetter-App. Ja, könnte man jetzt sagen, was das für ein cooles Feature. Ich finde es aber dennoch eine richtig, richtig gute Verbesserung, denn die iOS-Wetter-App davor war leider immer sehr, sehr schwierig und nicht wirklich informationsgebend. Stand halt Temperatur und ein bisschen Luftqualität ab und zu da und das war es dann aber auch meistens schon. Jetzt hat man natürlich viel, viel mehr Informationen. Seitdem Apple Dark Sky gekauft hat, haben wir natürlich da eine ganz große Menge an Infos, die uns jetzt zur Verfügung gestellt werden. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Man hat einen relativ weiten Blick in die nächsten Tage hinein. Ob das jetzt immer alles stimmt, sieht man dann. Ja, das ist meistens nicht immer der Fall. Aber trotzdem hat man einen guten Wochenausblick. Man hat ganz viele Informationen wie Luftdruck und auch natürlich wieder Luftqualität. Man hat noch ein bisschen, also zumindest ist mein Gefühl gewesen in den letzten Wochen, so Gewitterwarnungen, Gewitterinformationen immer noch, ja, einfach ein bisschen präsenter oft dazu. Das neue Wetter-Widget ist super, weil es ein bisschen mehr Informationen liefert und auch schon am Abend sagt, wie es morgen wird und so. Das ist sehr, sehr cool. Und man hat jetzt natürlich auch die Kartenfunktion. Also man kann jetzt die Temperatur sich in einer Wetterkarte anzeigen lassen. Dann sieht man so ein bisschen, wie es um einen herum ist. Den Niederschlag in einer Karte anzeigen lassen. Also wo ist jetzt gerade der Regen und wo war er vielleicht vorher schon, dass man so ein bisschen sieht, regnet es heute noch oder regnet es heute nicht. Und die Luftqualität kann man sich auch nochmal anzeigen lassen, auch in einer Karte und sieht halt, wie es um einen herum so ist und wie man so im Vergleich zu allen anderen dasteht. Ich finde es cool, ich mag es wirklich sehr, es macht definitiv mehr Spaß, jetzt ein bisschen in die Wetter-App reinzugucken und wenn jetzt die Ergebnisse bzw. das, was da angezeigt wird, auch noch mehr stimmt, dann bin ich mega happy. Und das dritte und letzte ist die Fokusfunktion. Die Fokusfunktion ist tatsächlich, glaube ich, viel, viel mächtiger, als Apple sie bisher erklärt hat. Es geht ja eigentlich darum, man kann sagen, okay, ich will einen Fokus haben für die Arbeit und so hat Apple das zumindest am Anfang erklärt. Fokus für die Arbeit bedeutet, ich habe den Arbeitsfokus und wenn ich dann sage, ich arbeite jetzt, dann können mich Personen XY nicht mehr anrufen. Ja, oder ich kann nur von meiner Familie angerufen werden, die und die Apps dürfen mir quasi keine Benachrichtigungen mehr schicken. Ich möchte nur noch Telefonate durchbekommen und wenn ich Feierabend habe, dann mache ich diesen Modus wieder aus und dann
kommt alles wieder an, was normalerweise kommen sollte. Das kann man auch zeitlich triggern lassen oder auch mit einem Ort verbinden. Das ist auch ziemlich cool. Ich habe so ein bisschen was anderes draus gebaut. Und zwar habe ich es einfach so gemacht, dass ich zum Beispiel zum Videos machen, das habt ihr jetzt auch schon gesehen, deswegen gibt es auch die Cupertino-Karte. Ich habe einfach einen Video-Fokus gemacht, der den Homescreen auch verändert. Das ist das Gleiche, das ich gemacht habe fürs Podcast und so. Dann habe ich einen Podcast-Screen. Da sind dann die wichtigsten Apps, die ich im Podcast brauche, drauf zur Not. Aber nichts anderes, was mich eben stören könnte. Und das liegt eben daran, dass man für jeden Fokus einen eigenen Homescreen bauen kann. Also ich kann mir ganz viele verschiedene Homescreens bauen und wenn ich sage, ich habe jetzt den Videofokus an, dann wird nur einer dieser Homescreens zum Beispiel angezeigt. Oder wenn ich sage, ich will jetzt Arbeitsfokus haben, dann wird nur der Homescreen angezeigt mit den wichtigsten Apps, die ich zum Arbeiten eben brauche. Das hat Apple eben ganz clever gelöst, weil man kann aus der App-Mediathek jetzt einfach eine App ganz oft rausziehen. Man kann nicht nur eine App jetzt nur einmal auf dem Homescreen haben, sondern eben mehrfach. So kann man sich halt zum Beispiel zwei identische Homescreens bauen, die dann sich nur um drei oder vier Apps unterscheiden, ne? Und die dann an den speziellen Fokus knüpfen. Also eigentlich doch recht interessant. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, kann man da ziemlich, ziemlich coole Sachen machen. Ich hatte ein bisschen das Problem, dass manche Apps, obwohl ich ihnen gesagt habe, sie dürfen mich in diesem Fokus nicht benachrichtigen, mich trotzdem benachrichtigt haben. Kann aber sein, dass es ein Beta-Problem war und dass die Apps jetzt auch erstmal für iOS 15 ready sein müssen. Wird man alles sehen. Das war's auch schon wieder mit meinen Top 3 Features hier quasi für iOS 5. Wir werden in der kommenden Podcast-Folge, die wird Ende der Woche, denke ich mal, rauskommen, auch nochmal sehr genau über iOS 15 sprechen, weil es wurde ja heute released und natürlich auch über iPadOS 15, WatchOS 8, macOS Monterey, wenn es bis dahin auch schon released wurde. Deswegen abonniert gerne den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und hört da gerne mal rein. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr hier ein Abo da lasst und einen Daumen nach oben für unseren Kanal, dass der Kanal so ein bisschen wächst und wir ein bisschen mehr die Motivation für mehr Videos bekommen. Und schreibt mir unbedingt auch mal eure Top-Features von iOS 15 in die Kommentare, was ihr vielleicht schon probiert habt oder worauf ihr euch freut und wie ihr sie nutzt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir hören oder sehen uns allerspätestens beim nächsten Video oder bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.